Geht gut los hier, Also wirklich, ich habe mir überlegt, diese Woche machst du das Intro. Denkst du wirklich, ich bin schon bereit dafür? Ja, klar, es ist jetzt auch nicht so schwer, es ist ja kein Hexentag, das machst du schon, komm, los. Ich habe ja auch schon ein paar Ideen, muss ich sagen, die würde ich mal ausprobieren, wenn das okay ist. Ja, und dann klar, mach mal. Ja, ja, okay, alles klar. Hi Leute, willkommen beim... Nicht singen und tanzen. Nein. Es war einmal in einem wunderschönen Land namens YouTubia. Die Menschen schauten sich gerne... Yo, Bitches! Willkommen zum News Quickie mit Vicky! Hallo und herzlich willkommen zum Weekly Update. Und wie immer schauen wir zuerst auf die Releases der kommenden Tage. Am 19. Oktober kommt Dark Souls Remastered für die Switch. Am gleichen Tag erscheint Soul Calibur 6 für PS4, Xbox und PC. Und am 23. Oktober kommt Just Dance 2019 für alle Plattformen außer den PC. Am 26. Oktober erscheint My Hero Wants Justice für alle Plattformen. Und auch am 26. Oktober erscheint endlich Red Dead Redemption 2 für Xbox One und PS4. Zwar ist die Entwicklung der PS5 bereits in vollem Gange, dennoch gab es dieser Tage ein Gerücht, das viele Spieler aufhören ließ. Um es kurz zu machen, es befindet sich noch ein letztes großes Spiel für die PS4 in Entwicklung. Gestreut wurde das Gerücht von einem angeblichen Insider. Es sei außerdem klar, dass es weder Last of Us, Death Stranding noch Ghost of Tsushima seien. Diese sind ja immerhin bereits angekündigt. Auch PSVR stehe nicht zur Debatte. Wir fügen dem Gerücht hinzu: Harry Potter und das mysteriöse Spiel. Mittlerweile hat sich Bowsette ja schon zur heimlichen Königin des Pilzkönigreiches entwickelt und weil eine Schildkröte eben nicht aus ihrem Panzer kann, macht sie sich jetzt auch ein anderes Königreich zu Untertan. Die Rede ist von Hyrule. Hilfe bekommt sie dabei vom Modder Lynyrd Killer. Der hat eine PC-Mod gebaut, mit der aus Link in Breath of the Wild im Handumdrehen Bowsette wird und was bleibt zu sagen, die Mod sieht wirklich gut aus. Kommt ein N64 Mini? Gerüchte gibt es schon länger, doch nun öffentlich gewordene Bilder heizen das Thema noch einmal an. Die Bilder stammen von einem Twitter-Nutzer, der die Informationen wiederum von einem Freund aus der Branche erhalten haben will. Auf Reddit und Twitter starteten natürlich entsprechend sofort Spekulationen und Diskussionen um die Echtheit dieser Bilder. Für viele Nutzer ist klar, dass die Bilder echt seien. Ein Detail sticht da ganz besonders hervor, nämlich die Modellnummer. Diese würde in das bisherige Schema der Bezeichnung von Nintendo für die Mini-Konsolen passen. Ob da allerdings wirklich etwas dran ist, das kann natürlich nur Nintendo beantworten. Ein Zitat von Rockstars Co-Founder und Chefautor Dan Houser im New York Magazine sorgte jetzt für allerlei Aufsehen. Houser sprach von 100-Stunden-Wochen für die Fertigstellung des Games. Kurz darauf ruderte der Entwickler aber zurück. Gegenüber Kotaku lieferte Rockstar folgende Aussage von Dan Houser: Nachdem wir 7 Jahre an dem Spiel gearbeitet haben, musste das Senior-Schreibteam, bestehend aus 4 Personen, Mike Unsworth, Rupert Humphreys, Leslo und mir selbst, so wie wir es immer müssen, 3 Wochen intensive Arbeit in das Spiel stecken, um alles fertigzustellen. 3 Wochen, nicht Jahre. Des Weiteren betonte Rockstar, dass sie nicht von anderen Mitarbeitern erwarten, so viele Stunden zu arbeiten. Auf Twitter melden sich derweil ehemalige Mitarbeiter zu Wort und widersprechen dem Statement vehement. So twittert beispielsweise Job Storfer: Es ist beinahe eine Ewigkeit her, seitdem ich mich von Rockstar verabschiedet habe. Aber ich kann dir versichern, während der GTA 4-Ära war es, als würdest du 7 Tage die Woche mit einer Pistole am Kopf arbeiten. Sei Samstag und Sonntag da, nur für den Fall, dass Sam und Dan vorbeikommen. Sie wollen sehen, dass jeder so hart arbeitet wie sie. Hintergrund der Offenheit zahlreicher Entwickler: Kotaku-Autor Jason Schreier hat die Entwickler dazu aufgerufen, ihre Erlebnisse mit ihm zu teilen, gern auch anonym. Dem anstehenden Erfolg von Red Dead Redemption 2 werden die aktuellen Vorwürfe aber vermutlich keinen Abbruch tun. Am Wochenende steht der nächste Pokémon Go Community Day an. Wir hatten ja bereits berichtet, dass diesmal das Pokémon Tarnhell im Mittelpunkt steht. Wie immer startet der Community Day um 11 Uhr und geht 3 Stunden. Auch wie immer, die Chance, ein Shiny Tarnhell zu fangen, steigt in dieser Zeit an. Und Lockmodule halten an Pokéstops 3 Stunden. Als Besonderheit winkt dem entwickelten Metagross die Attacke Sternenhieb. Der Community Day findet diesen Sonntag statt.
Magic the Gathering Arena beweist gerade, wie wichtig Beta-Phasen für ein Spiel sind. Denn wegen einer unlogischen Programmierung ist ein Spieler in einer schier endlosen Kombi aus 3 Karten gefangen. Kleiner Spoiler schon am Anfang, das Match gewinnt er trotzdem. Konkret geht es um die Karten Polyraptor. Er beschwört jedes Mal, wenn er Schaden einsteckt, eine Kopie von sich selbst, inklusive dieser Fähigkeit. Und der Forerunner of the Empire, er hingegen lässt jede Kreatur einen Schadenspunkt erleiden, wenn ein Dinosaurier das Spielfeld betritt. Außerdem gibt es noch eine Karte, die dafür sorgt, dass eine beschworene Kreatur keinen Schaden nimmt. In der Papiervorlage stellt diese Kombo kein Problem dar, da sich beide Spiele mit wenigen Worten auf den Ablauf und die Anzahl der Kopien einigen können. Im Magic the Gathering Arena hingegen wird jede einzelne Kopie vom Spiel mit einer Animation hinzugefügt. Zusätzlich muss jeder einzelne Trigger des Forerunners per Hand akzeptiert oder abgelehnt werden. Dem Twitch-Streamer Fairlight Excalibur ist nun genau das passiert. Bereits nach wenigen Minuten entschließt er sich, auf die Fähigkeiten des Forerunners zu verzichten, um die Kombo zu unterbrechen. Trotzdem dauert es mehr als 10 Minuten, bis alle Trigger und Animationen abgearbeitet waren. Der Spieler hat das Match am Ende nun mit 167 Polyraptor-Karten gewonnen und sein Gegenspieler hat das Match verlassen. Für die Entwickler, die dürfen sich nun daran machen, eine Lösung für die lange Wartezeit zu finden. Und zum Schluss gibt es noch gute Nachrichten für alle Sneaker-Fans. Neue Bilder deuten nämlich auf eine neue Kooperation zwischen Nike und PlayStation hin. So bringen Nike und Paul George offenbar den PG25 in 2 neuen Farben heraus. Zum einen in einem reduzierten Weiß und zum anderen in einem Grauton. Durch Logos und Symbole erinnern diese dann wiederum stark an die erste PlayStation. Als Preis stehen $90 im Raum, erscheinen sollen die Sneaker Anfang Dezember und eine Neuerung diesmal auch für Frauen. Ihr beide seid echt sympathische Menschen. Für das Vorlesen der Gesichtessen-Geschichte gebe ich euch einen Like. Oh, danke. Schön, wie ihr Giga wieder Charakter verleiht. Weiter so, meiner Meinung nach, euer bisher bestes Video. Dankeschön. Der ist auch gut. Bitte mehr von Wikis Märchenstunde. Das will ich auch. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann essen sie noch heute Papier. The End. Würde mich interessieren, welches Buch für die Märchenstunde herhalten musste. Es war ein Skyrim-Geschichtenbuch. Ihr habt keine Ahnung von Fallout. Applaus, gute News und schönes Märchen, aber bitte das nicht jedes Mal, aber von mir aus ab und zu. Oh. Diese Folge kein Märchen. Kein Märchen. Und diese Folge auch nicht Streamer, denn wir hatten auch viele Kommentare, wo drin stand, wieso wir so viel über Streamer erzählen würden, haben wir diesmal nicht gemacht. Mm-mm. Und auch kein, wie heißt dieses Battle Royale Spiel nochmal? Was mit F? Es war was... Fallout? Fallout. Battle Royale Fallout, klar. Mm-hmm. Könnt ihr diesen Kommentar auch mal vorlesen bei der nächsten News? Gibt auch einen Keks. Und den schickst du bitte in die Torstraße 49 in 10119 Berlin, denn da sitzen wir. Mit Schokolade. Also nicht, wir sitzen nicht mit Schokolade, wir hätten gerne einen Keks mit Schokolade. Viele Kekse eigentlich, nicht nur einen. Wir wollen viele Kekse mit Schokolade. Und ohne Rattengift, das wäre auch ganz nett. Und ansonsten, wenn ihr irgendetwas zu sagen habt, wie euch dieses Video zum Beispiel gefallen hat, oder ihr sonst irgendwelche Anregungen habt, was ihr noch besser machen könnt oder was wir das nächste Mal weglassen sollen und dafür wieder mit reinnehmen sollen, Fallout-Streamer zum Beispiel, dann sagt es uns unten in den Kommentaren. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, ein Abonnement empfehlen. Empfehlt den Kanal weiter und bis zum nächsten Mal.